Hi, ich bin Niki und ich freue mich, dass du beim Shape and Flex dabei bist. Und zwar habe ich den Kurs bei einer Convention gemacht, bei einer Veranstaltung. Und die Teilnehmer haben gerne einfach nochmal wollen, dass ich diesen Kurs aufzeichne. Und sehr, sehr gerne mache ich das natürlich. Wir werden jetzt gleich Kraftübungen mit Mobilisationsübungen kombinieren und dann in dieser Kombi ein paar Musikbögenlagen trainieren, sodass es wirklich eine sanfte Kräftigung ist mit sanften Mobilisationsübungen, dass du dich danach schön gekräftigt und auch mobil fühlst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, falls du irgendwelche Einschränkungen hast. Pass bitte auf dich auf, ich werde die Übungen wieder langsam aufbauen. Bleib vielleicht auch mal beim Aufbau, wenn du merkst, das tut mir nicht ganz so gut oder ist einfach zu viel für mich. Also pass auf dich auf und jetzt würde ich sagen, wir legen los. Wir starten im hüftbreiten Stand und zwar darfst du deine Arme mal ganz locker zur Seite nehmen. Du kannst natürlich gerne sockig oder auch barfuß trainieren und jetzt starten wir erstmal mit rechts und links den Schultern. Du ziehst die Schulter rechts und links nach oben und nicht nur hoch, sondern schau, dass du auch schön die Fingerspitze tief ziehst und hier immer rechts und links im Wechsel. Du kannst den Arm auch schon ein bisschen höher mitnehmen. Komm richtig schön auf, zieh die Schulter tief auf und ab. Wir probieren es mal mit beiden gleichzeitig. Komm mal hoch und tief. Hoch und tief. Auf und ab. Nimm schon ein bisschen die Arme mit nach oben, sodass der Daumen nach oben zeigt. Wir werden schon ein bisschen größer mit der Bewegung. Pass auch auf, gerade wenn wir im hüftbreiten Stand sind, dass du nicht ins Hohlkreuz kommst, sondern der Bauch bleibt fest. So leichte Anspannung im Bauch. Und hopp und tief. Zieh richtig schön die Schulter tief Richtung Boden. Auf und ab. Wir bleiben dabei. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und nochmal rechts und links im Wechsel. Richtig schön. Arm nach unten, Schulter tief. Arm nach oben, Schulter tief. Komm tief, zack und tief. Bleib nochmal dabei. Und wichtig ist, wie gesagt, nicht nur das nach oben ziehen, sondern auch das nach unten schieben. Versuch das Schulterblatt richtig schön an deinem Körper tief zu ziehen. Einer noch. Nimm mal deinen Arm lang über Kopf. Rechts und links. Jetzt lass die Schulter aber weit weg von den Ohren. Das heißt, nur dein Arm schiebt hoch und du kommst tief. Auf und ab. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Deine rechte Fingerspitze schiebt jetzt tief nach unten. Und zwar Richtung Kniekehle. Einmal rechts und einmal links. Richtig schön tief nach unten mit der Fingerspitze an deine Kniekehle, sodass du eine Linie im ganzen Körper bleibst. Wie gesagt, schön aufrecht. Deine Hüfte ist gestreckt, dass du eine schöne Dehnung in der Seite spürst. Bleib nochmal dabei. Komm zurück. Noch vier. Noch drei. Nimm mal deinen oberen bzw. deine rechte Fingerspitze, kommt tief dein linker Arm nach oben. So rum. Sodass wir die eine Übung mit der anderen kombinieren. Komm mal so ein bisschen in die Seitneige und wieder zurück. Hopp und rück. Wir werden ein bisschen größer. Zack und rück. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Beide Arme bleiben tief. Und jetzt komm mal hoch nach oben über Kopf und wieder tief. Schultern weit weg von den Ohren und wieder tief. Sodass der Daumen nach hinten zeigt und versuch mal so weit du kannst über Kopf zu strecken und wieder tief zu kommen. So weit du kannst über Kopf und zurück. So, auch hier versuchen wir jetzt mal noch ein bisschen die Wirbelsäule mitzunehmen.
Pass mal auf, du kommst hoch und machst dich mal rund tief. Hoch und rund tief. Hoch und richtig schön rund. Zack. Ellenbogen ran. Arm nach oben. Und hier kannst du sogar so ein bisschen ins Hohlkreuz kommen, weil wir wollen hier die Wirbelsäule wirklich durchmobilisieren. Nicht nur in die Rundung, sondern auch in die Überstreckung. So wie es dir gut tut. Bleib nochmal dabei. Und rund. Nochmal lang. Und rund. Die letzten. 4, 3, 2. Und nur die Arme. Nochmal auf. Und ab. Bauch bleibt jetzt fest, die Wirbelsäule stabil. Und jetzt nimmst du dann mal deinen Arm so leicht in den V auseinander und wieder tief. Leicht in den V auseinander, sodass die Schulterblätter hinten zusammenschieben und komm wieder tief. Hinten zusammen. Das ist ganz geschickt mit meinem Spiegel, so sieht man natürlich den Rücken auch so, ohne dass ich mich umdrehe. Wir erweitern ein bisschen und zwar Daumen nach hinten und hier auch in den V. Hoch in den V und hinten in das V. Komm. So, wir werden noch ein bisschen größer und zwar nimm mal deine Arme hier in ein T und die Arme vorne zusammen. In ein T und vorne zusammen. Und auch hier bleiben wir erstmal stabil, aber auch hier wollen wir die Wirbelsäule mitnehmen. Let's go. Versuch dich mal ins Hohlkreuz und wieder runder Rücken. Hohlkreuz, lang und runder Rücken. Und runder Rücken. Lang nach hinten und komm zurück. Noch 4, 3. Die letzten 2 Stück. Und der letzte. Lass deine Arme mal hier, die Schultern sind weit weg von den Ohren. Schieb mal rechts und links wieder deine Fingerspitze tief Richtung Kniekehle. Zack. Hopp, komm zurück. Wunderbar, die letzten 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3. 2, nimm deine Arme mal nach vorne, schieb mal rechts und links immer den Ellenbogen zurück, die Schultern weit weg von den Ohren. Schau mal deinem Ellenbogen hinterher und komm wieder zurück. Ellenbogen hinterher schauen und komm wieder zurück. Richtig schön nach hinten ziehen und rück. Dass du in die Rotation kommst, rück, rück. Zack und vor. Bleib nochmal. Du kannst gerne mal deinen Arm lang nach hinten schieben und komm zurück. Achte darauf, dass deine Hüfte parallel zum Bildschirm bleibt. Rück, rück. Einer noch. Und dann lass mal die Arme locker. Schwing die Arme mal durch. Schulter und Wirbelsäule haben wir schon ein bisschen warm gemacht. Aber noch ein bisschen die Halswirbelsäule, die machen wir jetzt noch. Lass die Arme nochmal tief und leg einfach nur den Kopf auf die rechte und auf die linke Schulter ab. Ich habe es gleich mal knack gemacht. Ratsch. Lass die Schultern weit weg von den Ohren und zieh sie nochmal hinten tief. So, jetzt achte mal drauf, dass die Hand nicht am Oberschenkel klebt, sondern eher an der Außenseite. Und dann merkst du schon, wie sich deine Brust schon ein bisschen öffnet. Schieb das Ohr Richtung Schulter. 4, 3, 2 und locker. Mal nur kreisen. Schön nach hinten kreisen. Schulter Richtung Ohr und dann wieder tief. Die letzten. 4, 3. Achtung, nimm mal dein Knie hoch. Langsam hoch und wieder tief. Wir machen es gleich ein bisschen schneller, aber jetzt erstmal langsam. Komm hoch und tief. Richtig schön hoch, Richtung Brust und wieder tief. Du kannst gerne mal dein Knie nehmen und so hoch wie du kannst das Knie Richtung Brust ziehen.
Und falls du jetzt das Problem hast, dass es ein bisschen wackelig wird, balancetechnisch, dann kannst du es natürlich auch ein bisschen schneller machen. Aber probier, auf einem Bein zu stehen. Wir haben nachher noch die Herausforderung, länger auf dem einen Bein zu stehen. Und wieder tief, hoch, hoch, tief, tief. Bleib dabei. Versuch mal jetzt so hoch du kannst und wenn es dann nicht mehr geht, nochmal mit der Hand nachzuhelfen. So, wir machen uns bereit. Wir legen ein bisschen was drauf. Du kommst hoch und tief. Auf und ab. Auch hier bleib erstmal stabil mit deinem Oberkörper. Auf und ab. Wir nehmen dazu mal die Arme diagonal übers Knie. Hopp, komm zurück. Zack und rück. Richtig schön lang strecken. Lang. Hopp und rück. Noch 8, 7, 6, 5, die letzten 4, 3, 2, die Knie bleiben, die Arme nochmal locker, einfach nur hoch und tief. Und jetzt nehmen wir die Wirbelsäule mal ein bisschen mit. Rund, gerade, und dann wollen die Arme schon gleich mit. Mach die Arme mal lang. Und auch hier werden wir wieder rund öffnen. Du kannst es auch im halben Tempo machen, wenn es dir zu schnell wird, weil wir wollen in der ganzen Amplitude trainieren. Hüpp, rück. Nochmal. Jetzt darfst du noch ein bisschen die Wirbelsäule durchbewegen. Die letzten 4, 3, zwei und der letzte. Die Knie bleiben, die Arme wieder locker. Hoch und tief. Hoch und tief. Arme nochmal locker an die Seite. Wir nehmen jetzt mal nur das rechte Knie nach oben. Ich bin dein Spiegelbild. Nur das rechte Bein kommt hoch. Let's go. Hoch und tief. Auf und ab. Und jetzt rotier mal nach außen, komm wieder zurück. Außen und rück. Ein bisschen für die Hüfte. Hopp, rück. Noch 4, 3, 2. Wir probieren es mal in die andere Richtung. Von außen nach innen. 4, 3, 2. Dein linkes Knie kommt hoch. Hoch und tief. Auf und ab. Und auch hier rotier mal nach außen. Außen, zurück. Hopp, komm zurück. Du kannst auch in der Luft bleiben unten. Noch 4, 3, 2. Von außen nach innen. 4, 3, 2. Und der letzte. Und nochmal das rechte Knie hoch und tief. Hoch und tief. Wir sind gleich am Ende mit unserem Warm-up und starten gleich in die Kräftigung. Bleib mal mit dem Knie oben und schieb's einfach mal nur vor und rück. Also ganz leicht schwingend. Noch 4, noch 3, noch 2 und mal Seitenwechsel. Schwing auch hier vor und rück. Vor und rück. Du kannst auch unabhängig von der Musik, einfach mal nur schwingen. Vor und rück. Ich bin so ein Musikmensch. Bist du bereit für die erste Kräftigung? Komm mal in die Kniebeuge. Tief nach unten und wieder hoch. Und auch da werden wir uns erstmal so ein bisschen warm machen. Ich möchte jetzt gerne die Abfahrtshocke von dir. Das heißt, die Zehenspitzen zeigen nach vorne und die Knie genauso. Keine klassische Kniebeuge, sondern die Abfahrtshocken-Kniebeuge. Komm tief und wieder hoch. Und auch da möchte ich natürlich erstmal Level 1, nimm die Hände auf die Oberschenkel. Wenn du schon mehr möchtest, einfach die Hände zur Seite. Und achte jetzt mal drauf, dass dein Rücken nicht rund wird, sondern bleib mal schön gerade in einer schönen Kniebeuge. Du wirst nicht rund,
deine Wirbelsäule, eine Linie und auch der Kopf. Nicht Richtung Brust und auch nicht in den Nacken, sondern lass ihn einfach mal gerade und versuch den Popo tief abzusetzen. Komm wieder hoch. Tief absetzen und komm wieder hoch, Po fest. Perfekt. Noch 4, 3, 2. Achtung, nimm die Arme mal, öffnen auseinander, komm zurück. Die Arme kennst du schon vom Warm-up. Wir üben sie aber nochmal. Öffnen und schließen. Öffnen und schließen. Let's go. Öffne und schließ. Wir werden jetzt auch nochmal ein bisschen in die Mobilisation gehen. Das heißt, du darfst nochmal ins Hohlkreuz und runde dich. Ins Hohlkreuz und runden. Öffnen. Und schließen. Öffnen. Wunderbar. Richtig schön. Gerader Rücken und dann wieder runder Rücken und Hohlkreuz. Mach noch 4 Stück. 4, 3. Noch 2. Und der letzte. Wir kommen nochmal in die Kniebeuge, die wir gerade geübt haben. Let's go. Komm mal tief. Tief nach unten und wieder hoch. Achtung, die Arme öffnen sich und du kommst ran. Arme öffnen und ran. Und jetzt möchte ich wieder Rumpfspannung haben. Gerade Rücken, Po fest. Ganz wichtig, immer ganz aufstehen, Po fest. Nach hinten, aufstehen, Po fest. Aufstehen, Po fest. So, jetzt probier es mal. Mit runden Rücken. Hohlkreuz und runde Rücken hoch. Hohlkreuz und runde Rücken hoch. Gar nicht so einfach. Runde Rücken hoch. Hohlkreuz und was machen wir? Nochmal gerade Rücken. Bauch fest. Und wieder hoch. Daumen nach hinten zeigen, die Schulterblätter zusammen. Nochmal. Perfekt. Bleib mal oben, halt mal hier die Spannung. Nur nochmal die Arme öffnen und schließen. Nochmal öffnen und schließen. Bauch ist jetzt wieder fest. Keine Bewegung in der Wirbelsäule. Die setzen wir gleich ein. Bleib mal außen, öffne mal auf. Schultern weit weg. Und jetzt kommen wir hier rechts tief und links tief. Hopp. Weg. Sehr gut. Mach noch 4, 3, noch 2 und letzter noch. Wir kombinieren die Arme und zwar mit dem Schließen und Seitneigen. Komm tief, tief, hopp, tief, schließe, schließen und öffnen und Seiten neigen. Wunderbar. Schließen und öffnen und Seiten neigen. Letztes Mal. Schließen und öffnen und Seiten neigen. Lass die Arme mal locker. Wir gehen nochmal in die Kniebeuge. Tief nach unten und hoch. Wir werden jetzt ein bisschen das Tempo verändern in der Kniebeuge. Wir nehmen die Arme nämlich mit. Nimm die Hände mal vor die Brust. Und zwar gehen wir öffnend nach unten tief. Öffnen. Seitneige. Seitneige und komm wieder schließend zurück. Nochmal. Öffnen. Seitneige. Und schließend zurück. Let's go. Das ist auch ein bisschen anstrengender für den Oberschenkel. Hopp. Und schließend zurück. Und zurück. Das genießen wir jetzt, dass wir das Endprodukt haben. Die Kombination aus unserer Mobilisation und der Kräftigung. Öffnen. Zack. Hopp. Wir bleiben mal kurz unten, um noch ein bisschen schwieriger zu arbeiten. Wir halten hier
Eine noch rechts, eine noch links. Und wir kommen langsam nach oben. Letztes Mal tief. Seit neigen. Wenn es zu viel wird, komm wieder hoch. Eine noch rechts, eine noch links. Und dann komm langsam nach oben. Schüttel dich aus und schwing mal durch. Rechts und links. Kurze Pause. Wunderbar. Wir starten gleich. Übung Nummer 2. Übungskombination Nummer 2. Noch ein bisschen Erholung. Und zwar mal jetzt Einbeinstand, Kniebeuge mit Rotation. Wir treffen uns wieder im hüftschmalen Stand. Und zwar, dass wir hier die Arme mal vornehmen. Ich komme mit dem Ellenbogen nach hinten und wieder vor. Ellenbogen zurück. Versuch mal den Bogen zu spannen. Und wieder zurück. Das heißt, der Ellenbogen ist ungefähr auf Schulterhöhe, gar nicht so nah am Körper, sondern eher hier auf Schulterhöhe nach hinten und die Schulter weit weg von den Ohren. Spannen und zurück rotieren. Spannen und zurück. Gerne mal den langen Arm zurück, wie beim Warm-up. Lang nach hinten und komm zurück. Lang, lang. Achtung, Arme mal über Kopf. Hoch und tief. Wieder so auf 90 Grad zurück. Wir kombinieren die beiden Armbewegungen miteinander. Achtung. So, ich brauche nur einen nach oben, einen hoch. Dein rechter Ellenbogen oder Arm geht nach hinten und du kommst zurück. Nochmal hoch, über Kopf. Tief, linker Arm, zurück und vor. Nochmal, über Kopf lang, komm zurück, rechter Arm und zurück. Nochmal, über Kopf, tief und rotier zurück. Und Achtung, komm nochmal in die Kniebeuge. Tief und nimm schon gleich dein rechtes Knie hoch. Tief und linkes Knie hoch. Auch hier musst du nicht deine Hand auf dem Oberschenkel haben, wenn du hier sicher bist. Versuch mal, deinen Oberkörper schön aufrecht. Brust raus, hopp und hoch. Tief aufstellen, tief, hopp, komm zurück. Hopp. So. Und rück. Tack, tief. Rück. Tack, tief, ab und rück. Wir nehmen die Arme mal mit. Achtung, Arme lang, Arme Rotation. Arme lang und in die Rotation. Wenn es dir zu viel ist, kannst du die Zehenspitze auch aufstellen. Hab, rotier. Es muss ja wackeln, wie du siehst. Und wenn du mal in die breite Kniebeuge gehst, also nicht die Abfahrtshocke, sondern so ein bisschen breiter, weil du mehr Platz hast und mit geradem Rücken tief gehen kannst, das ist völlig in Ordnung. Hopp, hopp, komm zurück. Zack. Versuch jetzt richtig schön, die Arme über Kopf zu schieben und zurück. Hopp, lang, hopp. Und rück. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte und locker. Tipp mal rechts und links. Weil es so anstrengend war, machen wir das nicht nochmal. Aber wenn du Lust hast, kannst du natürlich zurückspulen und nochmal Musikbogen lang unsere Kombination machen. Wir gehen gleich weiter. Schwing einfach mal nur rechts und links vor. Die nächste Kombination besteht aus einem Ausfallschritt und nochmal Seitneigen. Wird auch ein bisschen wackelig. Schieb mal deinen rechten Fuß nach hinten. Komm auf 2 tief. Linker Fuß nach hinten. Tief, tief. Noch eine kleine, wirklich angenehme, noch einen kleinen angenehmen Ausfallschritt hier. Muss wirklich noch gar nicht so 100%ig
anstrengend, nein, sondern so, dass wir unsere Gelenke erstmal dran gewöhnen. So, schau bitte, dass dein Fuß nicht nach innen einklappt. Wir machen das jetzt mal Stück für Stück, dass du dein Fußgewölbe aufbaust. Komm wieder hoch. Tief, Zehenspitze so leicht in den Boden reinkrallen. Wir werden jetzt ein bisschen größer. Und zwar rechtes Bein zurück und wieder hoch. Und dein Oberkörper läuft wie ein Aufzug auf und ab. Wenn du nachher zu sehr nach vorne geneigt bist, klappt es mit der Kombination nicht. Deswegen gewöhn dich schon dran, dass du auch immer das hintere Bein belastest und komm wieder hoch. Und wenn es zu viel ist, bleib hier oben. Versuch aber bitte in der größtmöglichsten Amplitude zu trainieren, die dir möglich ist. Tief, tief, dann darf man wieder hoch. Auch jetzt haben wir wieder eine Kräftigung angefangen und setzen die Mobilisation mal hinten drauf. Hopp, hopp und zurück und einer noch. Und nimm mal deine Arme nochmal hoch und tief. Da kommt die Mobilisation dazu. Aber das ist nicht alles. Arme hoch und tief. Bleib mal oben. Jetzt schieb mal immer hier rechts und links die Fingerspitze Richtung Boden. Und dein Oberkörper geht auch ganz leicht mit. Hopp. Sehr gut. Noch 8, 7, 6, 5. Die letzten 4. 3, 2 und Achtung, nimm die Arme nochmal tief nach unten und wieder hoch. Einmal rechts seitneigen, einmal links. Nochmal, komm tief, tief und hoch und nochmal rechts und links. Let's go, komm tief, Schultern weit weg von den Ohren und hoch. Nochmal rechts und links, letztes Mal tief. Und hoch, einmal rechts, einmal links. Komm nochmal in den Ausfallschritt, tief und wieder hoch. Oberkörper schön aufrecht. Du ahnst es schon, wir kombinieren die Arme und die Beine miteinander. Da müssen wir ein bisschen was tricksen. Nimm mal die Arme hoch, wir bleiben unten. Schießt rechts tief, links tief und komm langsam nach oben. Nochmal tief. Links tief, rechts tief und hoch. Let's go. Komm immer zuerst mit dem äußeren Arm tief, ein bisschen schwerer und wieder zurück. Hopp, tief und nach oben. Ich zeige es auch mal von der Seite. Lang, hopp und komm zurück. Nochmal. Und zurück. Bleib dabei. Lang. Und zurück nach oben. Nochmal. Lang. Seite. Seite. Ich würde sagen, wir machen es noch zweimal rechts, zweimal links. Hopp. Hopp. Und komm zurück. Hopp. Links. Rechts und komm zurück. Letztes Mal. Hopp. Zack. Und rück nach oben. Letztes Mal. Hopp. Hopp. Und langsam zurück. Achtung, nimm den Ellenbogen mal ran. Und du schiebst schon gleich den Daumen nach hinten. Die Schultern sind weit weg von den Ohren. Bauch ist fest. Rück. Und wieder nach vorne. Wir wollen noch ein bisschen den oberen Rücken beanspruchen. Du darfst wieder im hüftbreiten Stand stehen und versuch immer auf dein Fußgewölbe zu achten. Schau, dass das Knie nicht nach innen fällt, sondern greif so ein bisschen mit den Zehenspitzen in den Boden. Die Schultern weit weg von den Ohren. Wunderbar. Schulterblätter hinten zusammen. Ich hoffe, man sieht das vielleicht auch so ein bisschen im Spiegel. Die letzten 4.
3, 2, komm mal im schnellen Tempo nach hinten und push mal. 3, 2, 1, komm zurück. 3, 2, 1 und rück. Wir setzen nochmal eine Kräftigung oben drauf. Schieb mal deinen Popo nach hinten in die Vorbeuge und komm zurück. So, deine Knie sind jetzt leicht angewinkelt. Dein Popo geht nach hinten, nicht nach unten. Und dein Oberkörper schön gerade über dem Boden nach vorn. Tief und hoch, Po fest. Tief nach unten und hoch, Po fest. Popo nach hinten. Perfekt. Stell dir vor, du hast hier eine Corsage und der untere Rücken, ich zeig's mal falsch, darf nicht rund werden, okay? Versuch richtig schön Oberkörper aufrecht und gerade. Wir machen zwischendrin eine kleine Mobilisation, dass du so ein bisschen den Unterschied spürst zwischen gerader Rücken und Rundrücken und Katzenbuckel bzw. Hängebauchschwein. Aber kurz zur Mobilisation. So, nimm mal deine Hände auf die Oberschenkel. Schieb mal dein Popo jetzt ein bisschen tief. Mach dich mal rund in den Katzenbuckel. Hängebauchschwein, Katzenbuckel. Hängebauchschwein, Katzenbuckel, runder Rücken, Hohlkreuz. Komm langsam hoch. Nochmal gerade Rücken. So, ist ein Unterschied, ob du jetzt einen Rundrücken machst oder deinen geraden Rücken hältst. Wir kombinieren immer die Ellenbogen ran. Schultern weit weg und dein Daumen schiebt mal nach hinten und komm wieder zurück. Der Vorteil ist, wir arbeiten ein bisschen gegen die Erdanziehung. Daumen nach oben Richtung Decke und komm wieder rück, Po fest und rück, Po fest. Zack. Die letzten 4, 3. Wir probieren das mal schneller. Komm mal schnell tief und push mal kleine. Push, push, push und rück. Push, push, push und rück. Eine noch. Push, push, push und Arme, Beine ausschütteln. Wir gehen auf den Boden. Wenn du möchtest, kannst du natürlich gerne ein Schlückchen trinken. Ich mache gleich weiter. Dein Ellenbogen kommt unter die Schulter, deine Schulter weit weg von den Ohren. Schau, dass dein unteres Knie 90 Grad ist, dein oberes Bein darf lang kommen. Dein oberer Arm richtig schön gestreckt nach oben und du kommst mal tief nach unten und wieder nach oben zurück. Ist egal, jetzt auf welcher Seite du bist, wichtig ist nur, dass du nachher die andere Seite machst. Komm tief. Und rotiere dich lang nach oben. Tief. So, was jetzt nicht passieren darf, ist, dass die Schulter einfällt, auch wenn du nach unten rotierst. Du öffnest die Brust richtig schön nach hinten lang. Und auch hier versuchst du dich so weit du kannst nach unten einzusinken und zu drehen. Und da hat es wieder geknackt. Das reicht geknackt. Bleib nochmal 4 Stück. Wenn du noch ein bisschen mehr Zeit brauchst, du musst dich nicht stressen. Kannst auch langsamer. Einer noch. Bereite dich vor. Achtung, schieb die Hüfte mal hoch. Hüfte hoch. Und wieder tief. Deine Hüften sind gestreckt. Rechts wie links. In so zwei verschiedenen. Und komm wieder tief. Schulter weit weg von den Ohren. Und tief. Wir machen davon nicht so viele Wiederholungen. Wir machen auch nur einen Satz, deswegen darfst du dich jetzt hier voll auspowern und wieder tief. So, wir probieren mal Folgendes. Dein Arm kommt hoch, wenn du hochkommst und tief, wenn du nach unten mit der Hüfte tief sinkst. Okay, darfst doch gerne die Hüfte absetzen, aber streck dich nochmal mit der Hüfte hoch, mach dich lang und komm wieder zurück. Die letzten 4 Stück. 3, die letzten, 2 und der letzte, hoch, hoch und tief locker.
Geh mal mit dem Popo ganz kurz auf die Ferse. Mach mal die Arme lang, Schultern entspannen. Wir machen nachher natürlich die andere Seite. Komm mal in den Vierfüßlerstand. Die Knie unter der Hüfte. Mach dich hier mal rund in den Katzenbuckel. Kinn auf die Brust und Bauchnabel tief. Kinn auf die Brust und Bauchnabel tief. Richtig schön. In den Rundrücken und komm wieder tief nach unten. In den Rundrücken und tief nach unten. So. Halt mal die Spannung. Gerade Rücken, hebt die Knie mal an und ab. Knie hoch, komm tief. Sodass dein Bauch richtig schön fest wird. Und dann kombinieren wir die beiden Übungen schon miteinander. Mach den Rücken mal rund. Achtung, rund, Katzenbuckel. Hängebauchschwein. Gerade Rücken, Knie anheben und wieder tief. Nochmal. Runde Rücken, Bauchnabel tief. Gerade Rücken, Knie anheben und wieder absetzen. Nochmal. Bauchnabel tief, Knie anheben und absetzen. Nochmal. Rund, Bauchnabel tief, gerade Rücken. Und letztes Mal, runde Rücken, Bauchnabel tief, gerade Rücken. Halt die Knie mal hier oben. Drück dich vom Boden weg. Nicht einfallen, sondern richtig schön weg. Halt die Spannung. 4, 3, 2. Absetzen nochmal. Runde Rücken. Gerade Rücken. Knie absetzen. Halten. Wenn es nicht mehr geht, Knie ab und anheben. Ab und an. Aber versuch mal oben zu halten. Letzte Runde nochmal. Katzenbuckel. Katzenbuckel. Und Bauchnabel tief. Gerade Rücken halten. Drück dich weg. Noch 4, 3, 2 und der letzte. Und locker abstellen. Handgelenke kurz ein bisschen durchbewegen. Auch mal den Oberkörper kurz ein bisschen durchbewegen. Ich sehe schon aus wie ein gerupftes Huhn jetzt. So, komm nochmal in den Vierfüßlerstand. Folgendes. Dein rechtes Bein geht einfach mal nach hinten weg. Und komm wieder zurück. Dein linkes Bein nach hinten weg. Und wieder zurück. Rechtes Bein. Und Bauch ist fest. Linkes Bein. Nochmal. Rechts lang. Und ran. Links lang. Und ran. Wir müssen jetzt das Bein gleich relativ lange in der Luft halten. Wichtig ist, dass du nicht ins Hohlkreuz kommst. Nimm mal dein rechtes Bein lang. Ich möchte jetzt nicht sehen, dass du hier drin hängst. Der Bauch ist so schmal wie nur möglich. Dein Popo ist fest. Noch 3, 2, 1. Komm langsam tief, andere Seite. Nimm dein linkes Bein lang. Bauch ist fest. Nicht im Hohlkreuz. Bauch schmal. Drück dich weg vom Boden. Noch 3, 2, 1. Langsam absetzen. Dein rechter Arm rotiert mal unten durch und komm nach oben lang. Nach unten durch und nach oben lang. Es hat schon wieder geklappt. Jetzt weiter unten. Bleib dabei. Tief nach unten und nach oben lang. Wir erweitern diese Rotation folgendermaßen. Und zwar, du rotierst nach unten, schau mal zu. Du kommst nach oben, Arm geht lang nach vorne und du kommst mit dem Ellenbogen ran. Nochmal. Tief nach unten, nach oben rotieren, im Halbkreis nach vorne, Ellenbogen ran. Nochmal. Hopp. Halbkreis vor und ran. Letztes Mal, dann machen wir die andere Seite. Falls es dir mit dem Handgelenk auch unangenehm ist, kannst du auch gerne die Faust machen. Andere Seite. Erstmal rein rotieren und hoch rotieren. Und auch hier versuch mal beide Knie in den Boden reinzudrücken. Die Hüfte schön stabil zu haben. Und nur die Brustwirbelsäule rotiert. Noch 4. 3.
die letzten zwei. Und der letzte. Wir kombinieren mit dem Halbkreis. Rotier rein. Bleib oben. Halbkreis. Ellenbogen ranziehen. Nochmal unten durch. Rotieren. Arm lang. Halbkreis vor. Und ran. Letzten zwei. Du weißt, was passiert. Wir werden die Arme und die Beine kombinieren. Tief, lang, im Halbkreis, lang und ran. Let's go. Rechter Arm, linkes Bein lang. Und ran. Achtung. Linker Arm rotiert unten durch. Rechtes Bein geht nach hinten. Hopp. Und absetzen. Rechter Arm, linkes Bein. Wir haben noch ein bisschen Zeit zu üben. Linker Arm. Absetzen. Linkes Bein, rechter Arm. Wenn es dir zu viel ist, kannst du auch Folgendes, die Zehenspitze einfach abstellen. Und wenn du magst, hier anheben und absetzen. Zehenspitze aufstellen. Lang hoch und absetzen. Geht auch. Unten auf dem Boden. Und anheben. Einmal noch rechts, einmal noch links. Nochmal. Zack. Und Rücken rund. Kurz erholen. Wir gehen mit den Füßen einmal auf die andere Seite. Nehmen den Ellenbogen unter die Schulter, Knie aufgestellt, Bein lang. Du weißt, was passiert. Arm Richtung Decke. Rotier unten durch. Wir haben schon super viel rotiert, ich weiß. Aber das schadet unsere Brustwirbelsäule nicht. Und man merkt, dass es dann wieder einknackt. Lass die Schulter weit weg von den Ohren. Drück dich immer ganz kräftig raus. Versuch wieder die Hüfte schön gerade. Knie 90 Grad. Wir starten. Du bleibst oben. Nimm die Hüfte auf und ab. Hoch und tief. Drück auch hier wieder den Ellenboden in den Boden rein. Komm lang. Hoch und wieder zurück, tief. Wir kombinieren Arme und Beine, beziehungsweise Oberkörper in dem Fall. Komm nach unten rotiert, öffne dich nach oben, komm nach unten, rotier dich lang. Zack. Tief und lang und tief. Noch vier Stück. 4, 3, die letzten 2 und der letzte. Leg dich gleich in Bauchlage ab. Letzte Übung für heute, beziehungsweise für jetzt. Die Stirn darf auf die Hände, auf die Handrückseite und du kommst hier mal auf und ab, hoch und tief. Auf und ab. Einfach nur mit dem Oberschenkel weg vom Boden. Popo fest. Auf und ab. Versuch den Bauchnabel zur Körpermitte zu ziehen, nicht den Magen gegen den Boden. Zack, komm zurück und locker. Nimm mal die Arme nach vorne, die Schultern weit weg. Versuch mal den Arm auf dem Boden entlang an die Seite zu kommen. Und dann wieder Arm über Kopf. Genauso andere Seite, lang nach hinten und wieder über Kopf. Lang nach hinten und über Kopf. Wenn es dir zu viel ist, kannst du auch gern den Ellenbogen hier an die Seite und hier einen kürzeren Hebel arbeiten, Schultern weit weg. Geht auch.
exakt lang. Wir werden hier noch ein bisschen größer gleich. Versuch mal immer, diagonal das Bein nach oben zu schieben. Rechter Arm geht nach hinten, linkes Bein hebt ab. Linker Arm geht nach hinten, rechtes Bein hebt ab. Zack. Und wieder rück. Und hinten. Wenn du mehr möchtest, probier es mal aus. Im Halbkreis zurück. Und wieder vor, im Halbkreis zurück. Und wieder vor, für Fortgeschrittene. Einer noch hier. Einer noch da. Die letzten zwei Stück. Top. Und rück und einer noch. Und ablegen, du hast es geschafft. Nimm mal dein Popo auf die Ferse, die Arme lang. Atme hier nochmal tief ein und aus. Lass die Schultern ganz, ganz locker. Und dann komm mal langsam im runden Rücken nach vorne. Langsam in Bauchlage. Und da nimmst du mal die Ellenbogen unter die Schulter. Die Schultern weit weg von den Ohren. Und hier schaust du mal rechts und links über die Schulter drüber. Einfach mal nur rechts und links zurück. Über deine Lieblingsseite in Rückenlage drehen. Nimm deine Knie mal ran und mach mal ganz sanfte kleine Kreise auf dem unteren Rücken. Das Schöne ist, dass wir jetzt schon relativ viel die ganze Zeit mobilisiert haben. Das heißt, wir machen jetzt kein langes Cooldown. Kleine Kreise auf dem unteren Rücken, mal rechts und links. Und dann komm mal mit ein bisschen Schwung nach oben ins Sitzen. Die Beine lang. Hier kurz mit der Nasenspitze tief in die Dehnung, den Nacken entspannen. Und dann darfst du hier gleich mal mit den Händen in die Kniekehle greifen. Deine Knie hochnehmen, den Rücken rund. Halt dich fest. Dann Oberkörper aufrichten, Brust raus, Schultern weit, weit weg. Kreis mal deine Schultern leicht nach hinten. Und dann komm mal zur Mitte. Atme mal tief ein und aus. Schön tief einatmen und ausatmen. Und dann hast du es geschafft. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Für alle Trainer da draußen, für die ich jetzt auch nochmal das Video gedreht habe. Ich hoffe, du konntest das eine oder andere nochmal mitnehmen. Ich habe heute auch manchmal die Kräftigung vor die Mobilisation gesetzt. Und so bist du da relativ flexibel. Für alle, die das Training mitgemacht haben und dir hat es vielleicht gefallen, drück doch gerne auf Gefällt mir. Schreib mir einen Kommentar, wie es dir gefallen hat, ob es dir gut getan hat, ob du vielleicht nochmal einen Shape in Flex haben möchtest. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Workout. Und vielen Dank für alle, die mich weiterhin über PayPal unterstützen. Du hast auch die Möglichkeit, bei mir Kanalmitglied zu werden. Falls du noch Informationen brauchst, schreib mir gerne über Facebook, über Instagram. Sehr, sehr gerne einfach eine E-Mail. Und bis zum nächsten Mal.